Internet und hallo YouTube. Willkommen zurück zu Transportfieber 2. Schande über mein Haupt. Da wir leider neu anfangen mussten. Wow, was ist jetzt los? Kann ich das abstellen? Das nervt. Oh Gott, Hilfe. Texturen sind auf niedrig. Oberfläche. Audio. Die Menschheit bringt laufend neue, großartige Erfindungen hervor. Habe teil am rasanten technologischen Fortschritt und stelle den reibungslos. Ja. Der SF gehen von der 30. So, zurück zum Spiel. Okay, was dieser Nebel auch zu tun hat, ich weiß es nicht. Es interessiert mich auch nicht, ehrlich gesagt, gerade jetzt nicht. So. Wie fangen wir diesmal an? So, dass ich nicht mehr. Früher haben wir es noch gesehen, was da ist, sehe ich gar nichts mehr. Wieso? Wieso? Wieso, YouTube? Wieso? So, fangen wir mal anders an. Die größte Stätte. Massing. Das ist hier. Was ist in der Nähe von Massing? Emelo. Was? Ja, gerne. Emelo und Massing. Gut, wir machen gleich was Lustigeres hier. Bin ja bekannt für das, dass mir das alles zu blöd ist. Somit setzen wir jetzt meine Stadt her. In kleinem Format nehme ich hier hin. Ganz bestimmter Grund, weil ich will hier ein Dreck haben. Ja, ich weiß, jetzt schon eine Stadt setzen. Ist ja wahr. Und wir spielen das jetzt ein bisschen anders als das letzte Mal. Wir machen das jetzt mal so, wie ich es am liebsten mag. Wir machen das jetzt mal à la Perneur und diese Stadt hat jetzt Graz. Grüß Gott, Graz. Tuning. Lieferanten, uninteressant. Tuning, was können wir da jetzt machen? Ich könnte mir jetzt selber ein bisschen an Blödsinn einstellen noch und das werden wir auch tun. Die in Graz brauchen unbedingt. Was brauchen die da? Zigaretten werden die brauchen. Das werden sie brauchen. Und Weizen brauchen die unbedingt, weil Weizen ist gleich um die Ecke. So. Das einzig Gute in der ganzen Theater, wir können hier ein bisschen selbst einstellen alles. Und das machen wir auch ein bisschen. Und diese Stadt hier benennen wir auch gleich um. Diese Stadt heißt ab heute. Was ist denn so in der Nähe, was halbwegs normal ist? Weiz kommt aus der Nähe. Weiz in der Nähe von Graz. So, jetzt haben wir schon mal zwei Städte. Weiz und Graz. Und hier oben machen wir uns noch eine Stadt hin. Massingen werden wir umbenennen. Das wäre interessant auch zu umbenennen schon. Massingen wird jetzt zu
Warte mal, stopp. Ich brauche mal einen kompletten Überblick. Nachdem ich jetzt nichts sehe wirklich, muss ich mal einen Überblick so machen. Gut, das Mapende. Straßen, okay. Irgendwo kommt Wien hin. Wien würde eigentlich gleich hier hinpassen. Da fast ein bisschen zu viel Industrie, möchte ich mal behaupten. Ich habe erst mit der Industrie ein bisschen übertrieben. Das ist jetzt unser neues Wien. Und das liegt zwischen Wien und Graz am besten. Was könnte man da hingeben? Ich sage es gerade Massing. Das ist eine neue Hauptstadt. Und Massing, die größte Stadt hier. Das wird jetzt zu. So was wird das. Ja, ich bin überfragt, so was wird das. Kann ich nicht nehmen, leider. Ach, nehmen wir es doch. Nehmen wir Karpfenberg. Keine Ortschaft eigentlich, Karpfenberg, so groß ist es nicht, aber zum Vergleich zu Wien. Eigentlich müsste das hier Wien sein. Theoretisch gesehen sollte das hier eigentlich Wien sein, weil Wien, von der Größe her passt das zum Wien. Ja, wir machen daraus, wir ändern das nochmal. Es muss ja nicht alles dort geteilt dort sein, wo es eigentlich hingehören würde, chronologisch gesehen und städtisch gesehen. Wien ist hier und Wien ist hier nicht Wien, hier ist Wien. Meine Heimatstadt, Karneuburg. Also in jedem Fall sind jetzt alle drei Städte, wo. Also Karneuburg, wo ich herkomme, und Graz, wo ich wohne, sind jetzt nicht schon verewigt, in Schneeformat. Ich bin hier, puh, das wird ein bisschen interessant. So, mit was fangen wir eigentlich an? Massing, unsere größte Stadt. Bietet sich natürlich an, dass wir die ersten Baumaßnahmen hier betätigen in Massing. Und Massing als erstes mal Straßen kriegt schön. So, jetzt haben wir eine städtische Straße tätig. Ist zu groß. Städtische Straße, die kleine. Wir bauen jetzt mal hier ein bisschen städtisch. Machen Sie mal einen Platz, dass wir hier dann auch gleich einen FPNV setzen können. Also einen freien Personenverkehr. FPNV. Fragt mich nicht, wie ich auf den Blödsinn mal gekommen bin. Bin ja mal gekommen einfach und das war's. So, Gebäude, jetzt haben wir da schon. Viele Dinge, die ich noch nicht benutzen darf, leider. Andere Frage, wo kommt der Bahnhof hin? Das ist eher die Frage stellen. Bahnhof hätte ich mir gedacht hier, oder? Schauen wir mal kurz von der Länge her. Was haben wir denn vom Bahnhof her? Ja, bahnhofstechnisch hätte man eine gute Auswahl. Österreichische Bahnhöfe natürlich. Aber ich tendiere fast zu denen hier. Waldbahn natürlich auch schön anschaut. Nein, wir nehmen natürlich den hier. Ja, 20 Meter jetzt schon. Puh. 280.
Eher 240, oder? Von Beginn. Ich muss denken, ich muss hier noch sicher mehr Gleise unterbringen. Also das wird nicht die einzigen Gleise bleiben. Kurz ein Blick nach vorne, wie schaut es da vorne aus? Ah, da kann man spielen mit dem Bahnhofsvorfeld diesmal. Also wenn wir den hier so ersetzen. Wenn wir die Straße umbauen. Shift und N natürlich die beste Option, statt N so zu drücken. Das ist logisch das gleiche also für Shift und M, dass wir ein bisschen sensibler das Ganze bauen. So erreicht man die Ausrichtung. Das ist die Ausrichtung. Dann haben wir hier nochmal die Straße umbauen. Kannst mir so vor, ist das Spiel ein bisschen sehr laut eingestellt gerade. Ich hoffe, es kommt mir nur so vor. Hier. Die Straße kann dort so bleiben, wie sie ist. Das hätte ich gern gebogen. Jawohl. Dann machen wir hier gleich ein Update. Jetzt sollten wir gleich den ganzen Start machen. Ach gut, das hat jetzt. Das kostet uns einige Häuser. Aber ganz ehrlich, es wird gebaut. Sorry. Für die Häuser. Ich kann damit eigentlich nur so weit gehen, dass wir nicht den Bahnhof wirklich beeinflussen hier. Ein bisschen eng werden. Könnte sehr eng werden. So, dass wir da ein bisschen Spiel haben und dass nicht auf die Idee kommt, dass wir es hinbauen gleich. Ziehen wir immer ein Glas raus. Sicherheitshalber. Du bist nur eins. Mehr braucht man nicht rausziehen. Alles andere ist relativ. Das gefällt mir dann mal gar nicht. Aber damit können wir umgehen. So, wir wollten jetzt eigentlich einen Personenverkehr machen. Ja, das wäre natürlich schön, aber das darf ich noch nicht bauen. Ich darf dann sowas bauen hier. Die Plattform nach links, nach rechts ist klar. Das kann dann schon was Größeres jetzt sein. Kriegt Wien eine Tram? Ja, Wien wird eines Tages eine Tram bekommen, somit wäre das jetzt nicht schlecht. Wir denken schon ein bisschen vor. Ein bisschen vordenken darf man ja. Hätte ich gesagt. So, dann können wir den Weg hier gleich nehmen und da verbinden neu, weil das ist okay so. Und da könnte man auch noch einen. Hoppla, das hat man gerade bauen. Ja, das ist okay, das gefällt mir sogar so. So, wir waren bei Setzen der Haltestellen. Das sind dann zwei Linien, eine geht da lang, eine geht da lang. Einmal durchs Industriegebiet. Jetzt muss ich schon ein bisschen überlegen, wie ich baue. Da vielleicht. So, und jetzt wird es interessant, jetzt wird es kniffliger. Kurzlinie vielleicht hier durch. Noch irgendwo eine Haltestelle. Hier vielleicht eine andere Linie fährt. Durchzug.
Hier lang, hier lang, hier lang. Könnte man eigentlich hier noch einen Halt machen, zwecks Theater. Muss man das? Kann man, muss man, will man, soll man. Die decken eh ab, sich gegenseitig hier halt noch und das war's dann. Dann werden wir halt eine Linie machen irgendwie. Complication hoch 5, erste Linie des Tages. Die geht von hier. Und jetzt wird's interessant. Ja, du kannst ruhig auf 3 bleiben. So, dann so, 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 so. Irreführende Strecke. So, wie heißt die erste Abhaltestelle? Wien Abzweig. Wo fährt dann da rein? 4. Kann man lassen. Wie? Nein. FPNV Wien 01. So, unsere erste Linie. Kommt gleich eine zweite dazu. Wahrscheinlich viel zu viel, zwei Linien schon jetzt beginnen. So, dann werden wir hier. Dann nehmen wir die Haltestelle mit, die Haltestelle mit. Die, die, die. Müssen wir sogar noch eine dritte Linie machen, schau. Jetzt schon so die 3 Linien, wo ich sie nicht mehr noch brauche. Nein, Wien 3 Linien, das ist sehr abnormal schwer von mir. Das Spiel hat erst begonnen. So, das ist jetzt die Mörderlinie 3. Ich habe trotzdem einen Zwischenstopp. Nee, muss sie gar nicht, weil. Bis da hier hinfährt. Das geht man nicht durch Wien. Musste ich mit Wegpunkten arbeiten, das will ich nicht. Die Blumenstraße wieder raus. Das geht. Eine sehr interessante Streckenführung. Aber scheint zu funktionieren, ich will. Jetzt schauen wir uns das mal kurz im Detail nochmal an. Das heißt nicht klar, dass das Bild funktioniert, wie ich es wollen habe. Schaut ein bisschen komisch aus, aber es wirkt eigentlich. Es funkt. So, jetzt bauen wir noch irgendwie sowas ähnliches wie Fahrzeuge. Die wären nicht schlecht. Ich
finde das lustig gerade. Meine erste Strecke gleich und dann so eine Hammerstrecke. So, Thema jetzt zuweisen muss ich auch noch machen. Das ist die längste Strecke. So. Du gehst noch in die 5 rein und somit sind alle gut zugewiesen jetzt, weil das ist sonst ein bisschen kompliziert, sonst kennt sich keiner mehr aus, sonst weiß ich nicht mehr aus, wo was ist. So, dann brauchen wir ein Straßendepot. Könnte man das hinsetzen, dass es einen stört. Beziehungsweise wo wird gebaut, wo sie. Am besten könnte man das eigentlich hier hinsetzen, außerhalb irgendwie. Da stört es keinen. Ha, der Icarus. Da dürfen wir den noch nicht nehmen. Ach, ein toller Start, ja, mit 1952. So, wir machen das jetzt ganz easy. Ich hätte gerne. Ich werde nur eine Linie betreiben derzeit mit 6 Fahrzeugen. Das wird ja die Strecke sein, die was. Am besten bezogen sind. Das ist Strecke 1 nur, die anderen Strecken, die werden wir erst beziehen. So, wir haben unsere erste Linie. Schau, wir haben es geschafft. Machen wir einen kurzen Mitfahren. Ein Stück fahren wir mit. Gar zu blöd für das. Ja, es ist so eine eigene Geschichte, aber schön, hier schon unser erstes Vehikel zu haben. Gehen sogar schon Leute durch die Gegend. Schau, 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 wer bist denn du? Aha. Carsten Hoffmann, Mr. Hoffmann, hello. Ja, wir haben schon was erreicht. Jawohl, wir sind schon out of order heute. Wir haben schon was erreicht. Und wir könnten eigentlich schon der nächsten. Boah, wir haben jetzt schon 4 Millionen Minus. Wieso habe ich 4 Millionen Minus? Wow. Gut, dass wir jetzt ohne. Dass wir ohne. Finanzen spielen aktuell. Ich stelle auf jeden Fall fest, wir haben viel zu viele Fabriken hier. Die könnten mir noch das Knick brechen. Egal. Da können wir ja abpressen, was wirklich sein muss. So, was könnte man jetzt noch anleihen? Wo könnte man uns Geld holen schon? So ein kleines Hin- und Herfahren hier, warum nicht? Also eine neue Linie machen ist gut, wenn wir nicht mehr noch was stehen haben. Aber das können wir wirklich anlernen noch. Cargo. Da arbeiten wir mit 2. Aber eigentlich reicht uns eine Plattform. Wir können das jederzeit vergrößern wieder. Da brauchen wir eine. Und hier brauchen wir eine. Aber da möchte ich es so bauen, dass wir die gegebenenfalls auch mit Zug hier wegkommen. Da könnte ich eigentlich da anbauen, oder? Sind wir da auch noch in der Reichweite?
Ja, sind wir. Und dann kommen wir von hinten raus mit Zug noch weg und haben ja noch ein drittes Anleihen hier mit. Wann das hier da oben ist. Also das wäre schon was für ein Zug jetzt eigentlich. Wenn da durch die Stadt durch. Da kommt ja nichts mit. Nach. Und das Problem ist da hinten. Ja, war es schwer, mit einem Zug wegzukommen. Also von hier müssen wir wahrscheinlich mit. Den hier gehen. Jetzt können wir aber die Straße ein Stück vorziehen. Wahrscheinlich nicht darum kommen, dass wir damit Fahrzeugen arbeiten, aber das schauen wir uns noch an. Auf jeden Fall, wenn wir uns jetzt mal zwei Linien machen, Linie 1 wäre die hier, das, hoppala, excuse, das hat zwei neue Linien, Linie 1 geht hier weg. Yes, of course, von hier nach, wo ist es? Hier. Und was ist das? Marmor. Zu Baumaterial. Okay, das heißt, die Linie heißt. Die heißt LKW Marmor zu Bau. M. Ma. Bau. Baumat. 01. So, und das wird hier das ist nur Steinbruch, okay. Gut, das ist nur ein Steinbruch. Das ist das LKW Steinbruch zu Baumat 01. Somit haben wir auch schon zwei Linien, die uns Geld bringen. Die Frage ist hier, wie viel Geld sie uns bringen werden, weil die werden uns nicht viel Geld bringen. Da werden wir jetzt ein bisschen noch taktieren. Machen wir das nämlich so, dann nimmt ihr einen kürzeren Weg. Die kriegen da auch einen Abschneider. Brauchen die mich auch nicht durch die Stadt durch. So, dann müssten die eigentlich die Linien. Jawohl, haben sie auch schon geändert. So, die Frage ist noch, kriegen wir das unter Kontrolle? Puh, ich weiß es nicht. So, auf Cargo, was haben wir uns? Boah, das wird das gleiche Theater werden. Starten wir mit 8. Ja, eigentlich auf alle Linien hätte ich gesagt, oder? Hat man sich erspart. So, alle Linien betrogen, betrogen. Ich habe alle Linien betrogen. Ja, dann hätten wir was erreicht in den ersten Part schon, nämlich drei Linien. Einmal eine FPMV, die ja ein bisschen funktioniert. Schauen wir mal, was sie bringt. Und zwei Linien, die uns Ertrag bringen sollen. Schauen wir uns weiter den nächsten Part an. Da könnte man auch noch eine Verbindung legen. Vielleicht bauen sie ihn dann. Schauen wir mal, vielleicht bauen sie ihn.
Auf jeden Fall danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir spielen Transportfieber 2 bei mir, mit mir.